Stanislav Rubiš. Was kann man? Haben die meisten Pferde auch her? Ja? Also ab und zu. Aber der hat er dann zu radiomäßig gemacht. Komm, Rudi, komm, Rudi, komm, Rudi! Ja, gut! Da duckt er sich einfach. Was? Jedes Spiel will uns irgendwo weiter nach vorne hinbringen. Das, was man verlangen kann, hat die Mannschaft gezeigt, dass man sich nicht aufgibt und bis zum Schluss mit Leidenschaft irgendwo auch kämpft. Aber wir sind nicht in der Lage, mit dem Gesamtpaket an Leistung 3 Punkte, geschweige denn 1 Punkt einzufahren. Haben nicht wirklich defensiv eine Stabilität reinbekommen und die Gegentore führen letztendlich dazu, dass wir dann auch insgesamt nicht so dagegen halten können, wie wir es in der Hinserie gemacht haben, wo wir wenig zugelassen haben und dann unsere Chancen irgendwo nutzen. In der Liga und gerade oben bist du dann nicht in der Lage, die Spiele positiv zu gestalten und ja, da müssen wir dran arbeiten in der Woche weiter, sehen, wer zurückkommt, dass die Angeschlagenen nicht schwerwiegender verletzt sind und dann zumindest gegen Hillen wieder alles versuchen, um zu punkten. Kannst du schon was zur Verletzung von Issa Issa sagen? Ja, bei Issa Issa sah es noch ein bisschen schlimmer aus wie bei Toni. Waren natürlich 2 aus dem zentralen Mittelfeld, die dann in der ersten Halbzeit runtergegangen sind mit Knöchelverletzungen auf Kunstrasenbelägen. Wenn du das nicht so gewohnt bist, hier irgendwo zu spielen. Ja, bei Issa habe ich noch keine Diagnose, aber sah es einfach insgesamt schlechter aus. Bei Toni war es auch eine Sicherheitsmaßnahme zu sagen, wir drücken das nicht durch und dann fehlt er uns ein paar Wochen, sondern wir nehmen ihn runter und bringen Simon Lechtenberg. Also bei Issa müssen wir mal abwarten, aber sah nicht gut aus.